willkommen zum weiteren Video und dieses Video ist mal auch wieder aktuell. Also die letzten Videos waren ja, wie ihr vielleicht wisst, alle vorproduziert. Ich war in Berlin zweimal gewesen. Einmal war ich privat in Berlin, weil ich dort was Geschäftliches zu tun hatte und beim zweiten Mal war ich dort noch auf Klassenfahrt. Und dieses Video ist halt einfach top aktuell für euch, da ich dieses Video nämlich relativ zügig hochgeladen habe und relativ zügig geschnitten habe. Und heute ist ein neues Paket angekommen. Es ist wie gesagt ein neues Paket angekommen. Und es sind die lang erwarteten Autogrammkarten. Manche von euch haben sich Autogrammkarten gewünscht und hatten auch schon welche bestellt unter dem Link, der immer in meiner Videobeschreibung zu finden ist. So sehen die Autogrammkarten aus. Auf der Seite steht dann noch www.youtube.com/uvlog. Auf dem Pullover steht uvlog drauf. Und auf der Rückseite von der Autogrammkarte. Ich finde, wir haben uns bei den Autogrammkarten richtig viel Mühe gegeben. Also vom Design und auch vom Look, finde ich, sind die richtig nice geworden. Und es hatten ja insgesamt schon so 16, 17 Leute Autogrammkarten bestellt. Und diese Autogrammkarten werde ich heute an die Person losschicken. Das heißt, ich gehe gleich Briefmarken kaufen, dann muss ich die ganze Autogrammkarte noch unterschreiben. Das ist eigentlich das, was ich heute im Vlog mache. Am Ende werde ich dann noch ein paar kleine Einzelheiten sagen, wie es denn jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. So, ich signiere jetzt die Autogrammkarten und habe hier parallel hier neben auf einem Bildschirm die ganzen Namen stehen von den Leuten und da steht dann auch noch, was sie zusätzlich auf der Karte stehen haben wollen und das schreibe ich jetzt darauf. Später. Es ist etwas Zeit vergangen und ich habe jetzt alle Autogramme eingepackt. So, ich bin wieder da, ich habe alles zur Post gebracht und wenn ihr auch eine Autogrammkarte bestellen wollt, dann klickt jetzt einmal in die Videobeschreibung. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und ich habe ja gesagt, dass ich nochmal am Ende des Videos ein paar Sachen euch sagen will. Oder sind eigentlich nur zwei Sachen. Einmal danke für den heftigen Support bei den letzten 3-4 Videos. Danke, die sind wirklich mega gut angekommen. Ja, freut mich einfach, dass das, was ich mache, euch so gut gefällt. Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was ich noch besser machen kann. Ich weiß, ich bin nicht perfekt und ich kann mich auch noch viel, 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 viel weiterentwickeln bestimmt. Und jetzt die nächste Sache. Die nächsten 2 Videos werden auch nochmal top aktuell sein. Und danach gehe ich in Urlaub für 2 Wochen, gehe in die Bretagne und danach noch nach Paris. Und in der Zwischenzeit kommen natürlich weiterhin Videos. Diese Videos sind dann allerdings vorproduziert. Da werden auch einige Videos gedreht. Ich werde auch noch extra für den Urlaub irgendwie eine GoPro oder irgendeine andere Action-Cam kaufen, damit ich noch flexibler bin. Ich werde auch sehr viel Fahrrad fahren und deswegen ist, glaube ich, so eine Action-Cam richtig gut. Dann war es, wie gesagt, auch mal wieder mit einem weiteren Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dies der Fall gewesen ist, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt mich gerne auch kostenlos abonnieren. Checkt, wie gesagt, den Link in der Beschreibung aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem weiteren Vlog. Bis dahin.